Hallo, ich bin die Andrea vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu kreieren, wo ihr nur Futter findet, welches ihr getrost eurem vierbeinigen Kumpel füttern könnt. www.endlichgutesfutter.de. Wir bieten auch kostenlose Futterberatung an. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder geht über unser Kontaktformular auf unserer Homepage. Heute geht es um ein Futterthema, was mich in der täglichen Futterberatung öfters einmal tangiert. Und zwar ist es ja so, Umwelt. Die Umwelt ist wichtig. Wir müssen alle ein bisschen schauen, dass wir ressourcenschonend einkaufen, dass wir auch gucken, wo kommen die Sachen her, die wir konsumieren. Einmal, wie gesagt, für Umwelt und Tierhaltung, als aber auch für uns selbst. Und dieses Thema ist wichtig. Wir achten in vielen Bereichen sehr darauf. Und in manchen Bereichen ist es aber auch einfach nicht vermeidbar, irgendeinen Kompromiss einzugehen. Und das ist beim Feuchtfutter die Sache. Und zwar das meiste Feuchtfutter wird in Dosen verkauft. Und es wird nie die ideale, hundertprozentig super ökologisch beste Alternative irgendwie geben, euren Hund zu füttern. Außer ihr geht in den Wald, es kommt ein Hase vorbei, ihr schnappt euch den, gebt euren Hund. Weil dann habt ihr keine Verpackung, ihr habt keinen Müll, der Hase wird gefressen. Alle sind glücklich, außer vielleicht der Jäger. Aber irgendwo muss das Futter ja rein. Feuchtfutter, Dosenfutter, wenn es gut zusammengesetzt ist, ist eine klasse Sache, euren Hund zu ernähren. Und es ist nicht so unökologisch, wie immer alle denken, sogar genau das Gegenteil. Es ist sogar viel besser als viele anderen Verpackungsmaterialien. Und darauf gehe ich jetzt mal genauer ein. Zwar die Weißblechdosen, die man ja kennt. Ihr kennt sie einmal von vielleicht eurer Ernährung, wo gewisse Sachen in der Dose sind. Aber vor allem, wie gesagt, auch beim Hundefutter. Die kann unbegrenzt dem Produktionszyklus zurückgeführt werden. Also das heißt, es verliert noch nicht mal an Qualität, während es wieder recycelt wird. Und die Recyclingquote liegt bei krassen 92% und noch was. Also übelst krass, über 90% Recyclingquote. Das hat sonst eigentlich nicht wirklich irgendetwas. Wichtig ist natürlich die richtige Entsorgung, das ist immer klar. Jeder Recyclingvorgang ist abhängig von euch, und zwar, dass ihr richtig entsorgt. Und das ist auch total easy peasy bei Weißblechdosen, weil die kommen in die gelbe Tonne bzw. gelber Sack, je nachdem, was ihr da habt. Und das hat eigentlich jeder zu Hause. Und das hat auch jeder genau vor der Haustür bzw. in der Küche, egal. Ihr müsst nie irgendwo hinfahren zu irgendeinem Container, ihr müsst nie irgendwo zu einer Sammelstelle. Ihr habt es direkt vor der Haustür und es wird direkt bei euch abgeholt. Und man muss auch dazu sagen, jetzt denken viele, ja, aber das ist ja mit beim Plastik drin. Und dann ist das beim Plastik und dann kann das ja gar nicht aussortiert werden. Ist auch null Problemo, weil die sind magnetisch. Und das heißt, es fährt irgendwann so ein Magnet bei diesen ganzen Entsorgungsstationen drüber. Und diese Sortieranlagen tun dann quasi durch den Magnet die Weißblechdosen raus. Und dann hat man komplett das Weißblech für sich und kann es recyceln. Und dann ist das vielleicht übermorgen in eurem Auto drin oder am Fahrrad. Also es ist super gut zum Wiederverwerten. Dadurch, dass das so effizient wiederverwertet wird, spart es auch absolut Ressourcen. Also das heißt, es muss nie neu was hergestellt werden, nur was neu gewonnen wird, was immer Energie kostet und auch Ressourcen kostet, sondern es wird einfach immer wieder verwendet. Super klasse Sache. Und andere Sache, was finde ich auch eine ganz wichtige Überlegung ist, es muss nicht gekühlt werden. Also es hält sich relativ lang und muss nicht in Tiefkühlschrank, Kühlschrank. Das heißt, auch hier spart ihr nochmal Strom und damit spart ihr nochmal Energie, was gut für die Umwelt ist und für euren Geldbeutel nebenbei. Und man muss noch dazu sagen, weil jetzt viele ankommen mit, ah ja, aber da gehen die ganzen Vitamine verloren. Wenn ihr ein hochwertiges Nassfutter habt, da beraten wir euch ja wie gesagt gern weiter, was schonend hergestellt worden ist, in einem schonenden Garverfahren. Und da könnt ihr wirklich jeden fragen, der Ahnung von Kräutern und Pflanzen hat, also wirklich Ahnung, nicht so Pseudo-Ahnung. Die Vitamine bleiben erhalten, wenn die Rohstoffe gut sind, hochwertig, und wenn die Herstellung super ist. Da wären auch Vitamine erhalten geblieben, die hitzeempfindlich sind, weil sie einfach schonend erhitzt werden und damit einfach drinnen bleiben. Es gibt auch verschiedene Vitaminstufen oder Vitamine und die haben alle eine unterschiedliche Temperatur, die sie aushalten können. Und früher die Oma, die hat auch viel eingegart und trotzdem hatten die alle kein Vitamin irgendwas Mangel, weil die Rohstoffe damals auch noch mal ein bisschen viel hochwertiger waren, als viele so heute verwenden. Davon mal abgesehen. Und jetzt noch ein Argument, was viele sagen, ja, aber der Dosenmüll. Ich habe ja dann, wenn ich jetzt nicht gerade einen kleinen Chihuahua habe, sondern 5 Bulldoggen oder was auch immer, habe ich ja extrem viele große Dosen.
Da gibt es auch eine super einfache Sache, die Dosenpresse. Und wenn ihr mal googelt, gebt einfach mal Dosenpresse, große Dosen, eine bei Google. Für 20 bis 30 Euro gibt es da richtig coole Sachen. Die sind auch super einfach zu handhaben, macht einfach einen Rip und schon ist die Dose so klein. Ist kleiner als der Joghurtbecher teilweise. Könnt ihr super gut recyceln in euren gelben Sack. Nimmt überhaupt nicht viel Platz weg. Auch wieder sehr schonend für den Umweltaspekt, weil das Müllauto ist nicht so schnell voll, muss nicht so oft fahren. Und für alle, die es ein bisschen bequemer haben möchten, wir haben euch einfach mal eine Dosenpresse rausgesucht. Den Link packen wir euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr ja einfach mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, Google hilft euch. Jetzt noch für die, die sagen, nee, ich gehe lieber auf Glas, weil Glas ist viel umweltschonender und Recycling und ganz wichtig und deswegen suche ich so lange, bis ich ein Nassfutter finde, was es im Glas gibt. Da muss ich einhaken und euch leider ein bisschen enttäuschen. Und zwar, Glas kostet sehr viel Energie in der Herstellung, das ist das eine, aber es kostet auch viel Energie in der Recycling-Sache. Das heißt, das Glas zum Einschmelzen und Wiederverwerten ist viel Energie. Und wenn ihr selbst Mehrweggläser habt, die müssen ja gereinigt werden. Die Reinigung von Mehrweggläsern kostet auch wieder Energie und vor allen Dingen auch nochmal Wasser. Auch eine Ressource, womit wir relativ fahrlässig umgehen, besonders hier, finde ich, in den Zivilisationsländern, wo wir da ganz, ganz viel davon haben. Das ist auch so eine Sache. Also deswegen, selbst Mehrweg würde ich ein bisschen aufpassen. Dann kostet es auch nochmal Energie auf dem Transportweg. Sowohl vom Hersteller zum Händler und dann nochmal zu euch, weil Glas ist sehr, sehr schwer. Und das Schwere, na, umso mehr ihr ladet in irgendeinem LKW, umso mehr Benzin oder Diesel oder was auch immer der nimmt, umso mehr verbraucht er. Und selbst die Strom-LKWs verbrauchen dann mehr Strom. Also das heißt, auch da ist wieder ein Aspekt, er braucht beim Recyclingweg mehr, ne, diese Glastransporter sind schwerer und auch beim Herstellungsweg. Dann ist so eine Sache, Gläser können schneller kaputt gehen. Ne? Wenn eine Dose runterfällt, dann hat die eine Delle und ihr könnt sie trotzdem noch verwenden. Und wenn euch ein Glas runterfällt, ihr würdet das Futter auch dann nie mehr verwenden, wenn ihr das irgendwie rauspulen könntet, weil ihr hättet immer Angst, dass Glassplitter drin sind. Also würde mir so gehen, ich würde es dann nicht mehr füttern. Und manchmal haben sich ja Leute schon total lullig und das ist echt peinlich manchmal, aber es ist so, wenn die Dose eine Delle hat, wollen sie es nicht mehr füttern oder wollen sie es umtauschen. Aber es ist ja gar kein Qualitätsverlust für das Futter, was da drin ist. Also wenn eure Dose mal verdellt ankommt, weil euer DHL-Paketbote oder DPD oder was ihr habt, mal nicht so schonend mit dem Paket umgegangen ist, no problemo, füttert es weiter. Das ist nur eine Delle, nichts Schlimmes. Also es ist nicht wie ein Loch im T-Shirt, wo ihr dann irgendwas durchguckt, sondern es ist einfach nur eine Delle. Und da ist auch zum Beispiel so eine Sache, wenn dann wieder Leute ankommen mit, ah, meine Dose hat eine Delle. Das kann ja gar nicht sein, finde ich ganz schlimm. Ich will die umtauschen. Der Hersteller kann sie nicht mehr verkaufen, weil er muss es dann wegschmeißen. Und das ist so ein ökologischer Faktor. Es ist ein hochwertiges Futter. Dafür sind Nutztiere gestorben, damit euer Hund ernährt werden kann. Es sind Rohstoffe drin wie Reis und so weiter. Und es muss weggeschmissen werden wegen einer Delle. Dann kommen nochmal zusätzliche Transportkosten dazu. Ne? Also einmal zu euch, dann vom Hersteller und wieder zurück und bla bla bla. Und die Vernichtungskosten bzw. Energie, die da wieder... Also es produziert mehr Müll. Deswegen, wenn ihr ökologisch sein wollt, dann nehmt auch die verbeulte Dose. Sagt vielleicht eurem DHL-Fahrer, du Typ. Oder sagt es auch dem Hersteller, der haut dem DHL-Fahrer nochmal auf die Finger. Aber füttert sie trotzdem weiter. Macht ein Foto, schickt es an den Hersteller, aber bitte füttert die Dose. Aber wir waren ja beim Glas. Was auch ein wichtiger Punkt ist, mal ganz abgesehen davon, Glas ist lichtdurchlässig. Selbst wenn ihr Braunglas habt, das ist trotzdem viel lichtdurchlässiger als eine Dose. Genauso hitze- und kälteempfindlich ist ein Glas auch viel mehr als eine Dose. Also auch für den Inhalt ist die Glashaltung nicht so toll, wie wenn ihr das in eine Weißblechdose tut und da einfach aufbewahrt. Weil ihr kennt das selber von vielen Sachen, ist es einfach besser, wenn es ein bisschen geschützter gelagert wird. Und jetzt kommt noch die dritte Fraktion, die sagt, naja, okay, dann nehme ich doch einfach Barf, weil Barf ist in einem Plastiksack und Plastiksack kann ich ganz doll klein zusammen machen, dann ist der nur noch so groß, voll viel besser. Barf ist wirklich eine klasse Sache, wenn es ein hochwertiges Barf ist, wenn alles drin ist, was euer Hund benötigt. Wir machen lieber Teilbarfen, weil wir damit einfach viel besser fahren von der Nährstoff- und Mineralstoffzufuhr. Aber das ist ein anderes Thema, es geht uns ja heute um diese Verpackungssache. Was ihr hierbei vergesst, auch wenn ihr so einen kleinen Plastikbeutel dann am Ende zusammengeschrumpft habt, ist die Kühlsache. Weil das Barf muss beim Hersteller gekühlt werden, dann den Transport zum Händler oder zu euch muss gekühlt werden. Das heißt, das Auto muss richtig schön kalt sein,
egal wo das jetzt drin ist. Und dann kommt das bei euch an. Und wo muss es auch hin? In den Tiefkühlschrank. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel 3 Tiefkühltruhen, die verbrauchen ordentlich Strom. Kostet wieder Strom. Strom fällt nicht von den Bäumen, muss produziert werden und so weiter und so fort. Und Diesel und so weiter. Also es ist im Endeffekt ist die Kühlkette dort extrem. Ne? Überall muss es gekühlt werden. Also da hat man vielleicht weniger Verpackung, wenn man es runterbricht. Aber ihr habt wieder diese Kühlsachen. Von daher, es gibt nie was 100% tippitoppi. Außer wie gesagt, vom Anfang der Hase läuft vorbei, ich krall mir den und gebe es meinem Hund. Aber wenn ihr ein bisschen mithelft, wie zum Beispiel gut recyceln die Weißblechdosen und vielleicht auch noch klein macht zu Hause mit dieser 20-30 Euro Presse, die es da so gibt, oder Hightech könnt ihr wahrscheinlich auch Open-End, es gibt ja immer alles auch teurer, gar kein Ding, dann ist das wenig Müll, super Recyclingquote und ihr tut was sowohl für euren Hund, weil ein gutes Nassfutter ist sau lecker und tut eurem Hund gut und zum anderen tut ihr was für die Umwelt. Also von daher, lasst euch da nicht so beirren, wenn einer ankommt, nein, nimm lieber Glas statt der bösen Weißblechdose, es ist nicht immer alles böse, nur weil es euch vielleicht jemand mal gesagt hat oder irgendeiner hat das mal irgendwo gelesen. Denkt einfach mal selber, tut euch informieren, ihr könnt das auch immer alles googeln. Wie wird denn so Weißblech recycelt? Googelt es einfach, da steht auch nichts anderes, als was ich euch jetzt erzählt habe. Also von daher, wie geht's euch so? Sagt ihr jetzt, hey, wusste ich gar nicht oder habt ihr das schon gewusst? Würde mich mal interessieren, weil ich habe es ehrlich gesagt vorher noch von niemandem gehört, ja, das ist okay für mich, sondern ich höre immer nur dieses, ah Mist, ich würde es ja nehmen, aber diese ganze Müll ist blöd für die Umwelt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr ein gutes Nassfutter sucht, schaut auf unsere Homepage oder schreibt uns eine E-Mail kontakt@endlichgutesfutter.de. Wir freuen uns immer, wenn wir euch weiterhelfen können. Und ansonsten, wenn ihr Videowünsche habt, wisst ihr ja auch, schreibt es in die Kommentare. Wir gucken uns das gerne an. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit euren Wuffis und bis bald. Ciao. Ja, wo.